Okay, meine Kinder der dunklen Nacht. Die Tür öffnete sich mit einem plötzlichen Knarren. Wir sitzen regungslos da, ohne einen Ton von uns zu geben. Das flackernde Licht einer Kerze fällt durch den Türbogen herein. Bald danach kommt eine Hand, die einen Kerzenleuchter hält, hinter der Tür zum Vorschein. Ich mache mich klein und halte nervös meinen Atem an. Als ich nach unten blickte, setzte mein Herz einen Schlag aus. Beim Anblick von Kits direkt vor mir liegenden Lippen fühle ich, wie ich die Beherrschung zu verlieren beginne. So voll und rosa und glänzend. Das hat auch nichts anderes zu tun, Serge. Mein Herz hämmert immer schneller. Ich zwinge mich, mit dem Staunen aufzuhören und schließe meine Augen fest. Wer auch immer die Tür geöffnet hat, scheint nicht die Absicht zu haben, den Raum zu betreten. Ich dachte, ich hätte das gehört, obwohl niemand einen Grund hatte, hier zu sein. Solange der Meister nicht da ist. Trotzdem, während diese Personen Südländer in Bewegung sind, ist es sicher nicht falsch, besonders vorsichtig zu sein. Die Tür schließt sich sanft und wird wieder in Dunkelheit getaucht. Wir warten eine Weile, ohne uns einen Zentimeter zu bewegen. Die Schritte verklingen in die Ferne. Irgendwo in einem Hinterkopf kann ich nicht aufhören, daran zu denken, wie wunderbar sie riecht. Hey, wie lange willst du noch an mir kleben? Fragt Kit und bläst mir ins Ohr. Bläst. Was? Ich meine, Entschuldigung. Ich stehe schnell auf, wobei mein Kopf mit einem lauten Knall gegen den Tisch kracht. Ich krabble meinen Kopf reibend hervor. Mann, das tut weh. Kit kommt als Nächster raus. Beim Krabbeln blickt sie hoch und sagte, hey Knallkopf, alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Pore hat also etwas vor, meint Magi leise, als er aus dem Schatten auftaucht. Pore ist ein großes Land, das den südlichen Kontinent beherrscht. Ich habe gehört, dass es ein ziemlich hochentwickelter und wohlhabender Ort sei. Aber hinter was soll in dieser Gegend hier sein? Doch sicher nicht der gefrorene Flamme. Nicht sicher der Flamme? Der gefrorenen Flamme? Egal wie wertvoll sie sein mag, letztendlich ist sie nur ein Juwel, ein Stück Gestein. Wie wertvoll kann sie wirklich sein? Mann, ich hab es auch wieder mit dem Scheiß lesen. Wir verlassen das Studierzimmer und folgen dem Weg zurück nach dem dunklen Korridor. Schließlich endet der Gang in der Dreiwegabgrenzung. Liegt vor uns plötzlich eine. Der linke wird übrigens Achtung Terrasse bringen. Ballsaal? Ach, da waren wir schon. Die Treppe runtersteigen. Als ich bei dem schwachen Licht langsam beginne, die Treppe hinabzusteigen, strecke ich die Hände in den Versuch, etwas zu ertasten, vor mir aus. Jedoch treffen sich auf nichts als die Feuchte dieser schmutzigen Steinwände. Ich versuche das mal mit Gefühl zu machen. Ich lasse mal ein bisschen weg, den Text. Wir sind am unteren Ende der Treppe. Zur linken liegt ein riesiger steinender Bodengang und zur rechten können wir einen schmalen Gang sehen, der sich in die Dunkelheit windet. Links ist der richtige Weg. Wir gehen erstmal... Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ich gehe einfach mal rechts. Mal wieder warten. Der Korridor macht einen scharfen Rechtsknick, bevor er sich wieder durch diese unterirdische Labyrinth erstreckt. Binnen kurzem treffen wir auf eine schöne, verzierte Tür. Zur rechten. Seltsam. Von hier kommt ein deutlicher Blumengeruch. Weiter durch die Korridor gehen, den Raum betreten. Blumengeruch. Rosen. Okay. Wir finden einen behaglichen, dekorierten Raum vor. Kleine Schmuckstücke sind auf dem Tisch und den Stühlen platziert worden. Sie verbreiten etwas Atmosphäre. Der Besitzer dieses Zimmers hat sich offensichtlich sehr bemüht, einen halbwegs eleganten Lebensstil in diese ansonsten trostlose Villa zu bringen. Dennoch scheint der Raum von einer unberuhigenden Stille erfüllt zu sein. Ich wette, es ist der Raum von Links Tochter, sagte Kit, während sie einige der Gegenstände beobachtet. Der Brief auf den Tisch und die warme Teetasse deuten darauf hin, dass hier eine Frau lebt. Jedoch stoßen wir bei der Durchsuchung des Raumes auf niemanden. Alles, was wir finden, ist unterschiedlicher Krimskrams. Hey, das ist Margus. Ein schön arrangierter Blumenstrauß. Ein achtlos beiseite geworfenes Taschentuch, eine kleine Flasche Parfüm und so weiter. Obwohl dieses Zeug dem Raum Persönlichkeit verleiht, ist nichts davon für uns von irgendeinem wirklichen Wert.
Kit scheint derselben Meinung zu sein, da sie das meiste Zeug hier drin nicht beachtet. Sie hebt ein kleines Kästchen auf, das mit dem schlangenartigen Wappen versiert ist. Jedoch scheint es, wie die restlichen Gegenstände hier drin, vom geringen Wert für uns zu sein. Hm, was soll ich jetzt tun? Das Bett untersuchen? Soll er pervers sein? Nein, wir fragen mal Kit, was in der Kiste ist. Als Kit langsam das Kästchen öffnet, beginnt eine liebliche Melodie, die Luft zu erfüllen. Dieses Lied, sagte Kit plötzlich und richtet sich neben mich auf. Ich schaue zu ihr rüber und sehe, dass ihr Gesicht einen Ausdruck von verletzlicher Verwunderung angenommen hat, als sie einer langen, vergessenen Erinnerung nachhängt. Du kennst dieses Lied, Kit. Ja, vor langer Zeit hat jemand, den ich kannte, es mir vorgesungen. Sie drehte sich von mir weg und reibte sich die Augen. Kit? Fragte ich sanft und lege ihr meine Hand auf die Schulter. Nach einem oder zwei Augenblicken erwidert sie meinen Blick. Tränen strömen ihre Wangen herab. Ohne ein Wort zu sagen, geht Kit leise zur Tür. Hey, warte, Kit, rufe ich, ehe ich ihr folge. Das war eine echt tolle Musik. Vor mir hält Kit plötzlich an. Ich halte mein Messer bereit, aber alles, was sie sehen kann, ist Dunkelheit. Dann beginne ich voraus, ein klapperndes Geräusch zu hören. Was es auch sein mag, es kommt immer näher. Kein Bock auf ein Skelett. Goblins. Es ist das Geräusch von allen diesen Rüstungen, die gegen Steinwände schleppern. Da bin ich mir sicher. Das war mein Handy. Gleich mal angucken. Vorschlagen zu verschwinden. Messer greifen und bereithalten. Sofort die Situation erfassend, packte ich mein Messer und nehme einen festen Stand ein. Ich wechsle Blicke mit Kit, die zu allem bereit wirkte. Mach keinen Alleingang, Kumpel, sagte sie mit einem bösen Lächeln. Okay, lass uns anpacken. Wir hätten es sowieso nicht geschafft, von ihnen abzuhauen. Es sind insgesamt 5 Goblins, sie scheinen intelligenter zu sein als gewöhnlich. Möglicherweise wegen irgendeiner schrecklichen Ausbildung in Foltern und Quälen von Menschen. Jeder einzelne von ihnen ist so groß wie Magel, aber mindestens doppelt so dick. Alle sind sowohl mit einem Morgenstern als auch mit einem Streitkolben an der Seite ausgerüstet. Diese von einer ist an einer Kette hängenden, stacheligen Metallkugeln sehen sie von mir aus. Tut nicht genug aus. Ich hoffe, sie können mir damit nicht so gut umgehen, wie ich glaube. Herzlich über uns lachend beginnt der Vorderste, seinen Morgenstern über seinen Kopf zu schwingen und kommt einen Schritt auf mich zu. Was soll ich jetzt tun? Ist klar, sein Schlag mit einem Messer ablenken, mit einem Morgenstern, ist klar. Keinen Augenblick, nachdem ich hier zurückgesprungen bin, krachte die Eiskugel auf den steinernen Boden. Ich kann mich nicht darauf verlassen, mit diesem kleinen Messer die riesigen Morgenstern abzuwehren. Wenn ich so kämpfe, habe ich keine Chance zu überleben. Er ist fett. Okay. Den Vorteil, einen Treffer auf ungeschützten Fleisch zu landen zu können, währenddessen schlage ich nach der ausgestreckten Hand des Goblins, bevor er die Chance hatte, seine Waffe zurückzuziehen. Ich reiße eine klaffende Wunde auf und lege Muskeln und Sehnen frei. Seine schreckliche, blutende Hand zurückziehen, lässt er in einem hysterischen Schock seinen Morgenstern los. Mit einem Messer auf den Goblin stürzen auf sich ziehen lassen. Und dann würde ich versuchen, ihn den. Ja, ich schnapp mir die Keule. Ich werfe das Messer so fest ich kann, damit, aber der Goblin schlägt es einfach weg mit ihm in seiner riesigen Hand beiseite. Jedoch dränge ich mich mit Hilfe der Ablenkung, die ich mir erkauft habe, an ihm vorbei und schnappte mir seine Keule. Als er merkte, dass etwas vorgeht, drehte sich der Goblin sofort um, wo er seinen heftigen Schlag mit meiner Keule abbekommt. Igitt! Die Überreste des Goblins stürzen leblos zu Boden. Und er starb. Als sie unseren Sieg betrachtete, stoß ich einen Seufzer der Erleichterung raus. Also hast du ihn erwischt. Was, Kumpel? Wem hast du es gezeigt? Ich möchte etwas erwidern, aber ich bin so erschöpft, dass ich einfach zu allem bereit stehen bleibe. Damit haben wir einen Goblin getötet. Ich glaube, langsam kriege ich den Dreh bei der ganzen Sache. Ah, okay, das hatten wir schon. Ja, das kennen wir, das kommt immer nach einem Kampf. Ich verstehe immer noch nicht, wie das System hier laufen soll, aber ich bin bereit für den. Ja. Von hier aus erstreckt sich ein Korridor nach rechts und nach links. Nach rechts zu gehen würde uns tief in die Dunkelheit führen, während nach links zu gehen uns zurück zur Treppe führen würde. Hm.
Lass uns nach links gehen, zurück zur Treppe und weiter nach rechts. Nach einer kurzen Weile endet der dunkle Korridor an einer sauberen, robusten Tür. Verschlossen. Kit rüpfte ihre Nase vor Ekel. Etwas ist seltsam an dieser Tür. Es fühlt sich nicht so richtig an, Kumpel. Ach, wahrscheinlich ist es nur meine Einbildung. Hehe. Während wir hier in der kalten Dunkelheit stehen, tut Kit hohles Lachen nicht weiter, als meine Furcht zu verstärken. Den Raum betreten. Dieses scheinbar Links Gemach, jedoch scheint niemand hier zu sein. Gleich haben wir dich, Links. Sprich deine Gebete, du Bastard. Als wir uns umsehen, erblicken wir einen ziemlich heruntergekommenen Raum. Möbel stehen kreuz und quer herum und praktisch keine zwei Stücke passen zusammen. Wenn man den Raum als Ganzes betrachtet, gibt es keinerlei Harmonie. Er deutet auf einen chaotischen Geist hin. In Ordnung, der Schlüssel zur Schatzkammer muss hier irgendwo sein, sagte Kit, als sie anfängt, den Raum zu durchsuchen. Gefrorene Flamme, willkommen! Ich schaue mir einige sonderbare Gegenstände, die den Raum zieren, an. Unter anderem wäre da ein unüberfüllter Schreibtisch, ein Gemälde, das schief an der hinteren Wand hängt, und ein Krug auf einem Serviertisch. In einer Ecke des Raums steht irgendein seltsames hohes Objekt. Ein schallerrotes Tuch wurde darüber platziert und verdeckt es. Als ich langsam meine Hand aussteckte, um es aufzudecken, sagte Magi plötzlich, bitte verzichte auf leichtsinnige Aktionen. Seinen Rat annehmend ziehe ich meine Hand an meine Seite zurück. Plötzlich fällt das Tuch jedoch von selbst herunter. Ganz zufällig. Spiegel! Ich schwöre, ich habe nichts angefasst. Was? Ist es von selbst heruntergesprungen? Runtergesprungen? Fragte Kit, wobei sie mit ihren Augen rollt. Ein großer Spiegel kommt zum Vorschein. Fantasievoll, verziert, ist wie er ist. Scheint er eine teure arabische Antiquität zu sein? Ich habe ein schlechtes Gefühl bezüglich dieses Dings. Dann plötzlich. Wer guckt mich da an? Das Spiegelbild der Venusstatue öffnete die Augen und blickte uns durch den Spiegel an. Gibt es etwas, das ihr sucht? Fragte die Reflexion der Statue mit einer sanften weiblichen Stimme. Die Stimme klingt, als käme sie von der Statue vor mir, aber nur das Spiegelbild scheint zu bewegen. Es kann sprechen? Es ist ein flüssender Spiegel, sagt Magel, als er ihn näher untersucht. Aber was ist das? Es ist ein Spiegel, der einen lebendigen Geist beherbergt. Der Geist kann durch nahegelegene Spiegel wandern, wodurch er in der Lage ist, in unser alltägliches Leben zu blicken. Sie sind als ziemlich weise bekannt. Gibt es etwas, das du ihnen fragen willst? Wow, eine Million Fragen kommt in mir in die Frage. Falls du weißt, wo der Schlüssel zur Schatzkammer ist, könntest du es uns da bitte sagen? Die Oberfläche des Spiegels beginnt sich zu kräuseln. Der wirbelnde Rauch nimmt bald die Form eines Raums an, der mit so unzähligen Reihen von Büchern gefüllt ist. Mit einer schönen weiblichen Stimme antwortet der Spiegel, der Schlüssel ruht, wie ihr von euch sehen könnt, in diesem Raum. Im hinteren Bereich dieses großen Heiligtums des Wissens werdet ihr in einem großen lilanen Buch den Gegenstand finden, den ihr so begehrt. Das Bild verblasst langsam und wird wieder zu einem normalen Spiegelbild. Der Geist hat sich scheinbar in einen anderen Spiegel begeben, sagte Magil. Okay, lass uns zum Studierzimmer ansteuern. Studierzimmer? Als ich auf die Tür zugehe, bekommt mich auf einmal das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich halte an und blicke mich um. Dann dringt... Was? Ich habe nicht mal was gedrückt. Seid vorsichtig, Sie wissen. Wessen Stimme war das? Es war keine von unseren. Der Spiegel. Er würde doch kein falsches Spiel mit uns treiben, oder? Kit stürmt durch die Tür und schießt den Korridor entlang. Ich jage eilig hinterher, obwohl ich bei weitem nicht so enthusiastisch bin wie sie. Auf dem Rückweg durchqueren wir den dunklen Korridor, begierig darauf, das Gefühl der Furcht abzuschütteln. Nachdem wir eine Weile gelaufen sind, erreichen wir eine schön verzierte Tür zur Linken. Es ist Riddles Raum. Wer ist Riddle? Weitergehen. Also wir weitergehen, bekommen wir diese Hauptzweigung. Wir sehen uns eine Treppe nach links, ebenso einen steinernen Bodengang direkt vor uns. Den Bogengang betreten.
als sie den Weg nach links, nachdem Kit einen neugierigen Blick nach durch den gewölbten Durchgang geworfen hat, wirkt sie erstaunt. Wow, seht euch das an. Ich habe von diesen Dingern gehört. Sie werden Atrium genannt. Ein großer Brunnen befindet sich in der Mitte des schönen Raumes. Auf der anderen Seite ist ein weiterer Bogengang, ähnlich diesen zu sehen, der weiter in die Dunkelheit führt. Brück, halt, ruft Kit, als sie ihre Hand aus dem Wasser zieht. Nachdem ich an ihre Seite getreten bin, knie ich nieder und spähe in den Teich. Mich über die schönen Marmonenkante lehnend, tauchte ich meine Hand ebenfalls in das kalte Wasser. Von tief unter der Oberfläche beginnen einige Fische auf und zu schwimmen. Diese Scheißer sehen teuer aus. Ich kann den Grund des Teichs nicht erkennen. Ich frage mich, wie tief er ist. Die Fische sind etwas unruhig. Sie planschen hier und da. Plötzlich zieht Kit an meinem Arm, wodurch meine Hand aus dem Wasser gerissen wird. Bevor ich fragen kann, wieso, springt einer der Fische heraus und schnappt nach mir. Wir springen auf und weichen einige Schritte von dem Brunnen zurück. Bald folgen viele weitere Fische, die aus dem Wasser springen und nach uns schnappen. Einige landen eben außerhalb des Brunnens. Ich trete einen davon in eine Ecke. Als ich heftig windende Tier beobachtete, glaubte ich zu erkennen, dass es ein Piranha ist. Mehr von ihnen tauchen aus der scheinbar bodenlosen Tiefe auf. Nachdem sie auf den Geschmack des Spiels gekommen sind, beginnt die Piranhas jetzt wilder herumzuzappeln, wodurch sie überall Wasser hineinspritzen. Ich frage mich, wie viele von den Viechern da drin sind können. Es sieht so aus, als würden mit der jede Sekunde immer mehr von ihnen auftauchen. Plötzlich beginnt eine rote Flüssigkeit aus dem Brunnen hervorzuquellen. Kit springt unverzüglich zurück. Ich bin auch erschrocken und starre verblüfft auf den ausbrechenden Brunnen. Die rote Flüssigkeit schießt immer höher heraus. Das Wasser im Teich steigt rasch nach oben und nimmt eine ekelhafte rote Färbung an. Bald darauf beginnt der Wasserspiegel des Bodens zu übersteigen. Eine Schweißperle rollt meine Stirn herunter, als mir klar wird, dass der Raum dabei ist, sich mit Wasser zu füllen. Wir könnten es schaffen, in sichere Entfernung zu kommen, bevor die Piranhas uns erreichen. Schnell! Was soll ich tun? Was? Safe State? Ich hab nur was. Das Wasser reicht mir ein bisschen Fläche und die Piranhas kommen auf mich zu. Treten und spritzen wäre ich jetzt nicht besser. Plötzlich fährt jeder. Was? Ich habe meinen Fuß noch. Weiß nicht. Weiß das wilde Viech runterzählen, oder? Ja, okay. Was soll ich jetzt tun? Schnell, den Aufwand da drüben. Ich merke, dass ich mich da mir unter Wasser inzwischen bei dem Wand. Bisschen warnreich, ich allzu schnell bewegen kann. Das rote Wasser, das jetzt klebrig und gut ist, spritzt heftig, als ich in Richtung Gehne, ja. Unter Wasser kann ich die scharfen Stiche dieser kleinen messerscharfen Zähne, die sich in meinen Beinrahmen fühlen. Schmerzzuckend drehe ich mich um. Schnell! Was soll ich jetzt tun? Lass uns die Viecher erledigen, dann rufe ich. Kind blickt mich an, als ob ich verrückt wäre. Das ist kein Spiel. Serge, wir werden hier bei lebendigem Leib gefressen. Wenn du nicht schnell was tust, sie hat recht. Diese Viecher frontal anzugreifen ist zu schwer. Sie sind zu schnell, um sie zu erwischen. Verdammt, sie beißen mich. Hilfe! Diese Viecher sind schnell. Was soll ich tun? Komm schon, wir sind in der Unterzahl. Durch das Wasser warten, treten wir kehren in den Korridor, durch den wir gekommen sind, zurück. Allerdings schaffen einige seine Viecher, die Zähne zu versenken, bevor ich entkommen kann. Ich hatte die letzten paar Verblendens weg, als ich aus dem abscheulichen Raum stürme. Was war das denn jetzt? Puh, das war ganz schön knapp. Diese Rattenbastarde, welchen Trick er auch immer aus dem Ärmel schütteln mag. Er wird uns nicht lange aufhalten. Wir kriegen dich links. Oder links, ich kann... Als ich an der Wand gelehnt habe, blicke ich mich und bemerkte nur... Hey, war das vorher schon hier? Die in die Wand gemeißelten Marmonendarstellung eines großen, einschüchternden Gesichts starrt kalt auf uns herunter. Das Gesicht wirkt, als ob er von einem erstklassigen Handwerker angefertigt worden wäre. Es ist sehr detailliert. Seine Züge sind schon angegetzt. Hey, hatten wir das nicht? Es ist der Mund der Wahrheit. Ein was? Hey, das hatten wir doch. Ja, das hatten wir doch schon. Was willst du jetzt damit?
Ja, ist falsch. Sie wird gebissen. Das hatten wir schon. Bald dich, ja. Und damit hat sie die Wahrheit gesagt. Ja, natürlich nicht, Kumpel. Leben habe ich gezeigt. Dem Steingesicht. Ja, freu dich, ein Keks. Scheiß auf diesen Steinbastard. Nein. Ich trete in den Schau in den Mund hinter der Seele. Das ist eine lange rote Zunge. Ich glaube, es hat eine. Ja. Ja, glaube ich. Ich nehme meine Schießpulverkugel aus Kids Hand und platziere sie in den riesigen Steinmund. Allerdings passiert nichts. Tu es, Serge, sagte Kid und drückt mir einige Streichhölzer in die Hand. Ich weiß nicht. Tu es! Ich weiß wirklich nicht. Plötzlich höre ich das Geräusch einer brennenden Zündschnur. Kid hat die Bombe bereits gezündet. Ich suche schnell in einer entfernten Ecke Deckung. Als ich das Rauch erklärte, sehe ich ihren bedauernswerten Überreste der zerbrochenen Mundes. Das war. Neben mir beobachte ich, wie Kid sich abstäubt, während sie bereits mit einer weiteren Bombe auf das verschandelte Steingesicht zugeht. Komm schon, Kid. Wir müssen ihn nicht komplett demolieren. Ach, es ist nicht gefährlich, Kumpel. Es ist nur ein kleiner Knall. Kid schaut zu mir rüber. Ich flehe sie förmlich an aufzuhören. Schon in Ordnung. Du bist für keinen Spaß zu haben, sagt Kid und tritt einige Steinsplitter durch die Gegend. Gut, und was jetzt? Es mit den kleinen. Ich nehme die dünne Seidenschnur in die Hand und hänge sie in den riesigen Mammonmund. Seine Schei ja. Sei vorsichtig damit. Ich kann fühlen, dass sie sie irgendwo eingehakt hat. Da es an dir zieht, als ich hineinschaue, scheint es ein Stück Papier zu sein. In Ordnung, wir sind sicher auf was auf der Spur, meint Kid und versucht hineinzuschauen. Oh nein, ich habe dich nur in seine Kehle verloren. Ich drehe mir. Ja, nur das, was zu sagen und zu Kid, um zu zucken mit nur. Ja. Du Idiot! Ihre Ohrfeige trifft mich wie ein Stromschlag. In Panik stürze ich mich wieder auf den Mund. Als ich hineingreife, so tief ich kann, fühle ich noch einem der 2 Momente da die Schnur. Erleichtert ziehe ich die vorsichtig wieder zu heraus. Der Gegenstand, den sie erwischt hat, ist allerdings nirgends zu sehen. An die Wand gelehnt, fragt uns Margil düster, was jetzt? Wir sehen uns im nächsten Part.